Wenn ihr Krieg wollt, dann bekommt ihr ihn. Jedes Wolfsblut, Stadt oder Land, muss sich entscheiden. Entweder es wird gechippt oder nicht. Lauft, kleine Wölfe. Mr. Madoc. Sie haben erhalten, was Sie wollten. Also geben Sie mir jetzt, was ich will. Ich nur nicht abgehauen. Wenn du zurückgehst, kriegen dich Hartington und seine Vollstrecker. Willst du das etwa? Ich gehorche nur meiner Alpha. Gut, denn deine Alpha wollte, dass du abhaust. Klar, ich weiß, dass du Angst hast. Das haben wir alle. Aber gegen die Gesetze kommen wir nur an, wenn wir keine Fehler machen. Und wir müssen als Rudel zusammenhalten. Du hilfst Katrina nicht, wenn Hartington dich erwischt. Imara bringt dich in unsere Höhle. Wir kommen dann nach. Wo wollt ihr hin? My heart still beats, and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. Ich entschuldige mich für die außerordentliche Notdürftigkeit dieser Einrichtung hier. Sie können sich bestimmt vorstellen, dass nach den Vorfällen in der Stadt nicht jedermann ein Fan der Wolfsblüter ist. Also, diese Betäubungsgewehre hier sind völlig harmlos und schützen Sie genauso wie auch uns. Oh, da bin ich ja beruhigt. Dann dürfen wir also gehen? Hören Sie mich an. Ich bitte Sie. Ich stehe vor Ihnen als Freund. Und ich erkenne Ihr wahres Potenzial. Aber die Umfrage unter Ihnen hat gezeigt, dass Sie Ihr Wolfsblut-Dasein, naja, eigentlich nicht angenehm finden. Ich habe hier also exakt das für Sie, was Sie wollen. Die Chance, normal zu sein. Ein Mensch, sich niemals mehr verstecken und niemals mehr eingeschlossen werden müssen im Keller, weil Vollmond ist. Und niemals mehr von Menschen gejagt werden, die weit weniger vernünftig sind als ich. Ein ganz kleiner Chip und Sie sind frei, können leben, wie Sie wollen. Als Mensch unter Menschen. Und wenn wir das nicht wollen? Dann leben sie weiter als Wolfsblut. In der Wildnis. Weit weg von den Menschen. Oh nein, wir müssen sie befreien. Sie machen sonst Dummheiten. Mom! Dad, hört ihr mich? Mom! Dad, hört ihr denn nicht? Doch, natürlich. Natürlich. Höre ich mir das an, Hartington. Ich bin nur das, was das Beste für meine Familie ist. Für uns alle. Ich glaube, was das angeht, denken wir alle dasselbe. Sicherheit ist das A und O. Ihre Sicherheit und unsere. Sie müssen sich nur entscheiden. Mensch oder Wolf. Dad, du darfst dem Kerl das ja nicht glauben. Wir holen euch da raus, ich schwör's. Dad, bitte lasst euch den Chip nicht einsetzen. Wir müssen da reingehen. Das ist genau das, was Hartington will. Ja, wenn wir da reingehen, werden wir garantiert alle gechippt. Niemand wird gechippt. Wir müssen hier abhauen, Selina. Das wird zu gefährlich. Mom! Dad, wir kommen rein. Du musst sie aufhalten. Wie denn? Sie ist so dickköpfig wie du. Ich kann euch hier gut hören, wisst ihr?
Es ist eine sehr schwere Entscheidung. Wir brauchen Zeit zum Nachdenken und zum Reden mit unseren Familien. Das geht nicht. Entweder Sie entscheiden sich jetzt, oder ich muss das Angebot zurückziehen. Ihr könnt euch gegen sie wehren und wir helfen euch zu fliehen. Selina, als deine Alpha sage ich dir, wir müssen jetzt los. Wir haben in der Wildnis nichts zu suchen, ebenso wenig wie du bei uns hier drin. Mach dir um uns keine Sorgen. Nur lass dich bitte niemals von ihnen fangen. Sei ein starkes Mädchen. Pass auf sie auf, Jana. Wie lieben ich Selina. Und wir werden immer bei dir sein, egal was geschieht. Heule! Weg! Ich lass meine Eltern nicht im Stich! Selina, wir müssen sofort abhauen! Komm schon! Schnell! Vielleicht bin ich nicht die Donners. Dann wird es ausreichen müssen, dass du Emilia bist. Kriegerkönigin. Ich habe versprochen, dass ich sie rette. Sie gegen die Menschen verteidigen, schaffe ich. Nur das, wenn ich das nun gar nicht bin, die große Dornis. Was ist, wenn ich nur ich bin? Weiter nichts. Dann siehst du nicht das Paradies. Das Leben geht weiter. Und es ist nicht das Allerschlechteste, hier zu leben. Aber das ist nicht zu Hause. Seit wir den Talk haben, denken alle nur noch daran, wo man sich endlich niederlassen könnte. Und wenn das nicht klappt, dann... Überleben Sie trotzdem. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Mairin, Sindevro, Urin, Singrot. Odysseia gibt es wirklich. Ich hab's gesehen. Was hast du gesehen? 7 Hügel überschauen ein großes Tal. Da ist Wasser. Ein Fluss fließt da hindurch. Und Platz. Kilometerweit. Hunderte von uns. Und alle heulen ihn an. Den vollen Mond. Hi. Schicker Laptop. Ich weiß nicht, ob Jana und du mitgekriegt habt, was da los ist mit diesem Notverordnungsschwachsinn. Sie meinen die Verordnung, wegen der die Tür aufgebrochen wurde und alle Leute, die ich kenne, geflüchtet sind? Etwa die? Ja. Genau die. Alle in Sicherheit? Keine Ahnung. Sie sind einfach verschwunden. Ich mache mir Sorgen. Wenn ich nur wüsste, wie es ihnen geht. Ein Suchtrupp bilden. Das wird es bringen. Ich hab mein Bike draußen stehen. Wir sind doch gar nicht trainiert für die Suche nach Wolfsblütern. Ich meine, bestimmt sind sie in Sicherheit. Vielleicht in der Höhle. Hast du etwa einen Anfall? Dahin? Ah. Cool. Sie dürfen das wirklich niemandem zeigen, ja? Aber das hier habe ich unter Janas alten Sachen gefunden. Könnte der Weg zur Höhle sein, aber ich verstehe die Zeichnung nicht. Du redest hier mit einem Mitglied der Royal Geographic Society, auch wenn ich ungern prahle. Ach du meine Güte. Janas Zeichnung hier, die ist ja fast so schlimm wie ihre Handschrift. Was sehen Sie? Ich denke, das ist der Fluss.
Wie ist dein Plan? Ich weiß es noch nicht. Ich denke mir schon was aus. Gut, dann beeil dich gefälligst. Du tust so, als wäre ich schuld. Seit wir uns der Welt offenbart haben, war das alles absehbar. Aber so ist es jetzt und wir können uns nicht verstecken und so tun, als wäre es okay. Wir müssen etwas unternehmen. Lass mich raten. Du hast einen Plan und irgendwie wird uns dabei Segolia helfen. Vielleicht. Wir müssten nach Norwegen fliegen. Wenn wir nach Norwegen fliegen, hat Hartington gewonnen. Sollen wir uns etwa hier verstecken? In Norwegen haben wir unsere Freiheit. Und wir können exakt so leben, wie wir wollen. Was ist mit den Wolfsblütern, die da nicht hin könnten? Was soll mit denen sein, bitte? Wir bleiben hier. Und was dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist mit Projekt Genesis? Der Code ist noch nicht geknackt. Wir wissen, dass es was Wichtiges ist und vielleicht ist was dabei, das uns irgendwie helfen kann. Projekt Genesis? Das ist ein großer Plan? Der soll mir meine Eltern zurückbringen? Ja, ihr seid beide Träumer. Was sollen wir in Norwegen anstellen? Fischer werden? Wir kommen gegen die Regierung nicht an. Wir müssen uns entscheiden, Mensch oder Wolf. Keiner entscheidet irgendwas! Solange wir hier sind, sind wir sicher. Keiner findet uns hier. Hallo? Jana? Jana? Wir sind hier unten! Ladies first? Nicht um alles Geld in der Welt. Hashtag Schockstarre. Wir sollten zusammen darunter gehen. Okay. Wow, das ist sie also. Eine echte, wahrhaftige Wolfsbluthöhle. Wir dachten, ihr braucht vielleicht, ein kleines bisschen Hilfe. Stimmt, genau. Super, was ihr aus dem Ding gemacht habt. Ist nur ziemlich winzig. Tja, wissen Sie, die Höhle kommt erst noch. Kommen Sie. Ach so. Alles klar. Zum Naschen. Bruder. Ich konnte kein Auge zumachen. Es ist wegen deiner Vision. Die klang ein bisschen wie die von Jana. Vertraue nie denen, die sich auf Menschen einlassen. Er hat gezeigt, dass... Die Täler, die Hügel, die Wölfe, der Mond, das hat Jana auch gesehen. Das war Anzion. Dies ist real. Unser Paradies. Ich konnte es sehen. Ich konnte es beinahe anfassen. Ich weiß, aber ich wiederhole nur, was Jana gesagt hat. Du hältst mich nicht für die Dornes. Doch, das tue ich. Aber red mit Jana, sie sagt dir dasselbe. Nach all diesen Dingen ist sie weiter deine wahre Alpha. Ich bin dein Bruder. Es ist meine Aufgabe, dich zu beschützen. Niemand im Rudel wird dir je wieder trauen, wenn es losgeht zu dem mythischen Bleidissiat. Und sie landen in Sheffield. Ich habe es gesehen. Es ist wahr. Ein Problem. Nein. Kein Problem. Sag dem Rudel, sie sollen alles zusammenpacken für Bleidissiat. Wir ziehen bei Dämmerung los. Seien Sie vorsichtig. Kein Risiko. Aye, aye, Captain. Ich lasse Sie nicht im Stich. Das ist hier kein Spiel, Jeffreys. Schon klar. Gehen Sie ja nicht in mein Zimmer. Traust du dem Piloten? Ich komme bald wieder und du stell keine Dummheiten an. Was, ich? Dummheiten? Sei vorsichtig. Lass dich nicht kriegen. Der Zweifel macht Narren aus uns allen. Ich spreche mit ihm. Er findet seine Heimat nur bei dir.
und nicht bei seinen schwachen Stadtwölfen. Nur ein Freund tut sowas. Ich werde bald zurückkehren. Hallo? Ein furchtbares Wetter heute, nicht wahr? Ich wollte hier nur schnell zu meiner Menschen, Freunde, Familie, die ich besuchen wollte. War nichts. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, komm, komm, komm. Komm, komm. Hey. Du solltest lieber nicht hier draußen stehen. Ich brauchte ein bisschen frische Luft. Katrinas Parfum, was? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sehe meine Eltern nie wieder. Völlig unwirklich. Hey, dass sie den Chip kriegen, muss überhaupt nichts bedeuten. Genau wie bei mir. Der Chip ist raus und alles ist wieder normal. Normal? Findest du das wirklich? Wach auf, TJ. Meine Eltern wollen nicht, dass wir Hartigans Chip rausnehmen. Sie wollen nicht wegrennen und sich verstecken. Oder im Widerstand leisten. Sie wollen absolut nichts davon. Keiner will das gern. Und darum müssen wir rauskriegen, wie wir ihn für immer aufhalten. Hartington halten wir niemals auf. Und selbst wenn, es wäre immer jemand anders da. Uns bleibt nur das hier, dieses stinkende Versteck oder die Wildnis oder das eiskalte Norwegen. Wenigstens müssen wir uns nicht entscheiden. So bleiben wir Mensch und Wolfsblut. Ist kein Trost. Und dann wären da auch noch diese beiden kleinen Prachtstücke hier. Ein ziemliches Kauderwelsch eigentlich. Eine ganz seltsame Mischung aus Normannisch, Sächsisch und Gälisch zu einem Überfluss. Was? Das ist von Menschen? Naja, sicher. Was dachtest du denn? Wir dachten, es wäre eine alte Wolfsblutsprache. Oh nein. Nein, 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 nein. Nun, eigentlich ist es Regierungsbesitz, aber ja. Ich habe alles, was sie gefordert hatten. Bleidisjat. Die Details sind hier hinten vermerkt. Alle Infos über ihr neues Zuhause. Flora, Fauna, Restaurants und so weiter. Kleiner Scherz. 20 Quadratkilometer völlig unberührter Natur, ohne einen Menschen weit und breit. Da haben sie's. Und sie entlassen diejenigen, die sich dagegen entscheiden, unter Menschen zu leben, in meine Hand. Selbstverständlich. Allerdings, sie möchten doch ganz bestimmt, dass ich in Emilias Sache abweichend vorgehe. Sie ist ein wahres Wolfsblut. Mit reinstem Herzen. Rühren Sie sie ja nicht an! Sie gehört zu mir. Als Ihre Alpha? Das geht sie nichts an.
Unser Vertrag ist jetzt endlich erfüllt und ich will Sie niemals wiedersehen. Also Sie sind wirklich ein edelmütiger Anführer. Arbeiten mit mir zusammen, um Ihre Leute zu retten, stiften Emilia zur Gewalt an und tun wirklich alles, damit diese Notverordnungen kommen. Denn so kriegen Sie endlich Ihr Bright Desiert. Ja, richtig. Ich habe getan, was notwendig war zur Bewahrung unserer Spezies. Unserer Geschichte. Unserer Kultur. Und Emilia wird das mit Sicherheit verstehen. Viel Spaß in der Wildnis. Ich bin sicher, dass Sie nie wieder zurück wollen. Nicht auf mich, Martei. Wenn du ihr das nicht ausredest, führt sie alle in irgend so ein Paradies, das eigentlich Sheffield heißt. Sie vertrauen ihr nie wieder. Vielleicht sollte man ihr endlich den Kopf zurechtrücken. Das würde sie endlos demütigen. Und wer weiß, was Madoc dann anstellt. Gib ihr nicht die Schuld dafür. Emilia will nur das Beste für die Wolfsblüter. Und ich nicht. Doch, natürlich. Sie versucht nur, einen eigenen Platz zu finden. Ihren eigenen Weg. Wie sie es von dir gelernt hat. Oh nein. Katrina, das brauchst du wirklich nicht zu machen. Ach, ich helfe aber gern, kein Problem. Leute, ich kann das entschlüsseln. Also zumindest den Anfang. Hört zu, der Himmelswolf tanzte und es wurden zwei aus seinem einen Licht. Zwischen ihnen die Sonne und der Mond. Aus derselben Erde Gesicht. Weiter nichts? Doch, doch. Das ist erst der Anfang. Ich denke, das muss irgendwie ein Wolfsblut-Schöpfungsmythos sein. Irgendetwas über Wolfsmenschen. Was ist noch auf der Festplatte? Wieso ist alles verschlüsselt? Da kenne ich mich nicht aus. Da ist Becker besser. Ihre Universität hat eines der besten Computerlabore im ganzen Land. Das ist deine Antwort auf alles? Hm? Ein paar alte Steine und eine verschlüsselte Festplatte? Es muss aber sehr wichtig sein. Segolia hat sich etwas dabei gedacht. Martei? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Ich hatte ihn schon bis an den Stadtrand verfolgt. Aber... Sprich weiter. Ich habe keine Geheimnisse vor Hefren. Er hat gesagt, er denkt, die Vision wäre falsch. Und du wärst nicht die Dornas. Und du würdest uns unter vergeblichen Mühen zu einem Paradies führen, das es gar nicht gibt. Er lügt. Ich kann sehen, dass all seine Zweifel dich verunsichern. Du musst dir völlig sicher sein, bevor wir diesen Ort verlassen. Wir müssen das Ritual noch einmal durchführen. Denn es geht darum, dass diesmal kein Zweifel besteht, dass die wahre Dornis hier ist, um uns nach Hause zu bringen. Alles klar, ich habe mit dem Piloten gesprochen. Er macht es, er fliegt uns morgen nach Norwegen. Es kostet mich all meine Ersparnisse, aber wir schaffen es. Und zwar alle. Wir haben hier keine Zukunft. Das stimmt. Genau darum solltet ihr lieber verschwinden. Und was willst du tun? Hier bleiben und rauskriegen, was auf der Festplatte ist. Und dann zu Emilia. Ich bin dabei. TJ? Was denn? Wir können ihr helfen. 24 Stunden. 24 Stunden und dann sind wir weg, okay? Okay. In was für einem Traum lebt ihr eigentlich? Das darf nicht wahr sein. Ich habe es gesehen.
habe gerade das wahre Bleibissiat gesehen. Was hast du dort gesehen? Hast du die Hügel gesehen? Nein. Der Ort, den ich eben sah, ist ein anderer. Er muss da sein. 120, 130 Kilometer genau östlich. Ein Landstrich von etlichen Quadratkilometern. Weit und breit kein Mensch. Genug zu essen. Völlig unberührte Natur. So rein. Ja, ich habe es gesehen. Und dort finden wir unsere Heimat. Dein Bruder hatte recht. Das Bild in deiner Vision, das war nicht wirklich. Er ist der wahre Dornes. Er ist es. Der Dornes. Der Dornes. Der Dornes. Halt! Was ist denn? Selina, wo ist sie hin? Was? Wo ist sie? Sie ist wütend. Einfach nur wütend. Ich rede mit ihr. Ich komme danach. Ganz sicher? Los! Na, mach schon! Sie sind weg. Erwischt. Irgendwas haben sie entdeckt. Etwas so Wichtiges, dass sie es verschlüsselt haben, damit ihre eigene Sicherheitschefin nicht rankommt. Was wollt ihr hier? Das wird zu gefährlich für dich.